Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Ein unheimlicher Steinkopf. Er zeigt so etwas wie einen Troll. Ja, wir sind jetzt an der Akademie, haben wohl mitgekriegt, dass Angelina verbrannt wurde von einem der Leute aus dem Orden. Wir haben Ralf wieder getroffen. Das Ding scheint keinerlei praktische Bedeutung zu haben. Vermutlich sollte es nur Besucher einschüchtern. Wie so oft? Eine Empore. Früher muss das hier eine große Halle gewesen sein. Vielleicht mit einem Rundgang. Das sind die Überreste des ersten Stockwerks. Dort oben endet die Treppe im Nichts. Sie ist irgendwann eingestürzt. Ich glaube, das ist ein Holunderbusch. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Die Äste sind sehr lang und gerade. Das ist typisch für die. Es ist ziemlich schwierig, solche Äste abzubrechen, wenn der Strauch in vollem Saft steht. Sie haben eine dicke, flexible Rinde und einen fasrigen Innenteil. Die brechen nicht einfach durch. Es ist ziemlich schwierig. Sie haben eine dicke... Nee, ich hab nichts. Ich hab nichts, mit dem ich das durchschneiden könnte oder so. Krähe? Rabe? Der Rabe kam aus einer Felsspalte geflogen. Dahinter könnte sich ein Hohlraum befinden. Ein Schachbrett oder was? Okay, in der Akademie waren wir ja nicht, also auch nicht im ersten Teil. Eine massive Steinplatte. Es sieht aus, als könnte sich dahinter ein Raum befinden. Aber wie kann ich diese Platte bewegen? Sie wird Tonnen wiegen. Eine massive Stadt. Aber wie kann ich diese... Ein schwerer Steinsockel. Da sind vier Vertiefungen. Dazwischen sind noch weiße und schwarze Farbreste zu erkennen, wie bei einem Schachbrett. Wenn das hier so eine Art Schachbrett sein soll, dann fehlen eindeutig die Figuren. Ich hab noch nicht alle Figuren. Okay, wir müssen Figuren sammeln. Nicht gerade das, was man ein behagliches Zocken. Hat Ralf vielleicht eine? Kann ja sein. Hallo? Ralf? Hallo, Darren. Mir ist da vorhin so ein Rabe aufgefallen. Wir mögen ihn nicht. Er kreischt immer und flattert und klaut Sachen. Er klaut Sachen? Er hat uns mal einen Deckel von einer Dose geklaut. Er mag glitzernde Dinge. Ich auch. Und es war unser Deckel. Weißt du zufällig etwas über Schachfiguren, die hier irgendwo versteckt sind? Was sind Schachfiguren? Kleine Figuren, die Könige, Türme und Pferde darstellen. Normalerweise sind sie klein und aus Holz. Aber ich suche größere, aus Stein. Mr. Bubby hat so eine Figur vorhin gefunden. Es ist ein Pferd. Ein schönes. Großartig. Leihst du es mir? Es ist Mr. Bubbys Figur. Und leiht Mr. Bubby sie mir? Mr. Bubby spielt mit dem Pferd. Wenn du es mitnimmst, hat er nichts mehr zum Spielen. Verstehe. Und wenn ich ihm etwas anderes zum Spielen bringe, womit spielt er gerne? Mit Pferden. Und sonst? Mr. Bubby mag Musik. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, womit man Musik machen kann. Vielleicht ein Klavier. Das dürfte ein Problem sein. Wegen der Pferdefigur. Hast du etwas... Nein, Mr. okay. Ich muss weiter, Ralph. Okay. Kommen wir nicht weiter? Die sehen aus, als hingen sie dort schon seit Jahrzehnten. Sie klingen unheimlich. Ja, das haben Windspiele so an sich. Was? Notiz? Eine verschmierte Notiz. Da steht, der König ging nach Norden.
Und der Bauer geht in den Süden. Die Dame, der Rest ist kaum lesbar und das Pferd nach Sten. Und das Pferd nach Westen. Sten. Westen. Das ist hier nicht Dragon Age mit Sten, das ist Westen. Ich sehe sie immer noch. Der verkohlte Körper, so unnatürlich gekrümmt. Schrecklich. Dieses Bild werde ich mein Leben lang nicht vergessen können. Das Feuer hat sich nicht stark ausgebreitet. Das Gras war schon feucht, bevor es geregnet hat. Diese Schweine haben sie mit Benzin übergossen und angezündet. Ich hoffe, da war sie schon. Ich hoffe, sie hat davon nichts mehr mitbekommen. Wenn ich diese Kerle in die Finger bekomme, werde ich Angelina rächen. Und ich werde mich rächen. Sie haben mir die einzige Person genommen, die mir noch etwas bedeutet hat. Wind und Regen werden die Asche fortspülen. Das Gras wird wachsen und in einem Monat wird es hier so aussehen, als sei nie etwas geschehen. Aber niemand wird Angelina vergessen. Dafür werde ich sorgen. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 12 Jahren die Morde stattgefunden haben. Ich will erst einmal herausfinden, was Angelina in den Ruinen gesucht hat. Eine Karte. Ich will erst einmal. Hä? Ja, aber ich habe doch jetzt hier alles gesucht. Will er mich jetzt verarschen? Achso, nee, doch nicht. Hä? Spalt? Messer? Messer. Okay, wir kommen da nicht weg. Da steht ein Messer im Holzbalken. Es sieht aus, als hätte jemand am Balken herumgeschnitzt. Mit wenig Talent, aber viel Geduld. Was steckt denn da zwischen den Steinen? Eine Schachfigur. Der König. Ich frage mich, wer die Figur da platziert hat. Sie kann noch nicht lange zwischen den Steinen gesteckt haben. Die Figur ist überhaupt nicht vom Wetter angegriffen und sieht aus wie neu. Noch was? So, mit dem Messer können wir wahrscheinlich den Busch beschneiden. Ich schneide ein Stück aus einem Ast heraus. Kann man eine Flöte rausmachen, oder? Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Wenn man mit einem harten Gegenstand auf die Rinde klopft, etwa so wie ich mit dem Messer, dann löst sich die Rinde vom Holz. Dann kann man mit etwas Druck das Holzstück aus der Rinde schieben. Hier noch einen Schlitz in die Rinde schneiden, das Holzstück wieder ein Stück hineinschieben und schon hat man eine Pfeife. Pfeife. Komme ich denn auf Flöte? So, wir haben etwas für dich, mit dem du Musik machen kannst. Gib uns jetzt das Pferd. Dann brauchen wir nur noch den Turm und die Königin. Aber wo kann das denn noch sein? Du, Ralph! Schau mal, was ich hier habe. Wow! Das ist noch viel toller als ein Klavier. Und auch handlicher. Kann ich mir kurz das Pferd ausleihen, wenn ich dir dafür die Pfeife gebe? Okay. Aber nur ausleihen, Daryl, ne? Oh, der ist definitiv beschäftigt. Gucken. Ja, hier haben wir nichts. Na guck mal, da sind noch ganz viele Sachen. Wir haben hier was im Gras. Hey, was ist das denn? Also ich hätte das jetzt nicht gefunden. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen jetzt durch das ganze Dorf oder durch ganz Willow Creek rennen. Das ist eine kleine Figur aus Stein. Sie sieht aus wie eine Schachfigur. Es ist die Dame. Habe ich Königin gesagt? Ich meinte Dame. Auf jeden Fall,
Ich hätte gedacht, wir müssen echt durch ganz Willow Creek rennen. Diese Steine sehen irgendwie seltsam aus. Sie sehen nicht aus, als wären sie zufällig so hingefallen. Es sieht aus, als... hätte jemand sie aufeinander also aufgerichtet, so. Sorry, ich war wieder zu schnell. Da liegt eine Schachfigur. Das dürfte der Bauer sein. Der Bauer? War hier nicht der Turm? Hab ich irgendwas falsch gelesen? Die Wörter auf dem Zettel sind teilweise verschmiert. Aber da steht... Der König ging nach Norden. Der Bauer ging in Süden. Die Dame... Der Rest ist kaum lesbar. Und das Pferd nach... Westen. Sten. Oder Osten. Na, könnte auch Osten sein, stimmt. Die Wörter auf dem Zettel... Der König ging nach Norden. Der Bauer ging in Süden. Die Dame... Okay. Ich hoffe, dass das so rum richtig ist. Ich habe ein leises Klicken gehört. Ich habe ein leises Klicken gehört. Ich versuch's mal so rum. Da tut sich gar nichts. Gut. Dann kommt da das Pferd hin. Ich habe ein leises Klicken gehört. Und einmal die Dame. Ich habe ein leises Klicken gehört. Oha. Ich könnte das jetzt auch, aber dann fallen euch bestimmt die Ohren ab durchs Mikro. Ich kann es nämlich nicht leise. Mein Gott, ist das viel frech. Verdammte Mistvieh schon wieder. Ziemlich unheimlich, wa? Er hat seinen Privatzugang zu diesem Raum. Okay. Gucken wir uns das erstmal alles an. Gibt nicht viel zu klicken. Erstmal das Loch da oben angucken. Jetzt. Hier hat der Rabe also seinen Eingang. In der Decke ist ein großes Loch. Sie hat der Witterung wohl nicht besonders gut standhalten können. Okay, dann haben wir einen Rucksack und eine Öllampe. Eine altmodische Öllampe. Bei flackerndem Feuerschein muss dieser Ort noch unheimlicher sein. Ich lasse sie lieber, wo sie ist. Ich würde sagen, den hat der Rabe auseinandergepflückt. Vielleicht hat er etwas Essbares gesucht oder wieder mal glitzernde Gegenstände. Den durchwühlen wir jetzt aber mal. Einige Kleidungsstücke. Sie könnten wirklich Angelina gehört haben. Und hier? Ein kleines Buch. Ist das... Hundi war gerade ein bisschen laut. Sorry. Das muss Angelinas Tagebuch sein. Und hier? Hier liegt ein zusammengefalteter Zettel im Buch. Aber eins nach dem anderen. Was schreibt sie auf den letzten Seiten? Dienstag. Ich habe ihn gefunden. Er nennt sich Darren Michaels. Oder vielmehr, das ist der Name, den sie ihm gegeben haben, wenn ich mit meiner Vermutung recht habe. Er ist sehr nett. Ich glaube, er hat nicht den geringsten Schimmer von der ganzen Sache. Ich wollte mit Mrs. Michaels sprechen, aber niemand hat auf mein Klingeln reagiert. Ein Mann scheint mich zu verfolgen. Schon vor meiner Abreise hatte ich manchmal das Gefühl, beobachtet zu werden. Was will der Kerl von mir? Abends. Mrs. Michaels hatte einen schrecklichen Unfall. Sie liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Ob sie schon gestürzt war, als ich bei ihr klingelte? Oh Gott, ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Mittwoch. Ich wurde verhaftet. Wegen des Mordes an einem Mann, den ich kaum kenne. Man hat mich in eine Falle gelockt. Eine Stimme am Telefon sagte mir, sie hätte Informationen über Darren. Als ich beim Laden ankam, entdeckte ich die Leiche und wurde prompt festgenommen. Ich glaube, mein Verfolger steckt dahinter. Oder bin ich paranoid? Wer könnte ein Interesse daran haben, es endlich zu beenden? Nachmittags. Darren setzt sich so liebevoll für mich ein. Er ist so hilfsbereit. Er macht einen einsamen Eindruck. Aber ich mag ihn sehr.
Egal, ob er nun der ist, für den ich ihn halte. Ich habe einen guten Freund gefunden. Oder vielleicht mehr? Später. Reginald Boris. So heißt mein Verfolger. Nun gibt es keinen Zweifel mehr. Er ist hier, um meine Suche zu behindern. Um mich aufzuhalten. Wer hat ihn geschickt? Abends. Er ist es. Jetzt ist es klar. Bei unserem ersten Date brachte er eine Holzschachtel mit. Darin war ein Foto seiner Mutter und des Dieners Bates. Sie standen vorm Tor von Black Mirror Castle. Ich habe es sofort erkannt. Er muss einfach ein Gordon sein. Seine Mutter hatte eine Affäre. Und nach dem Brand ging sie in die USA. Aber ich hatte nicht den Mut, Darren davon zu erzählen. Seine Mom liegt im Krankenhaus. Er hat genug Kummer. Außerdem muss ich herausfinden, wer meine neuen Gegenspieler sind. Was, wenn ich Darren mit nach Willow Creek nehme und ihn damit in Gefahr bringe? Das könnte ich mir nie verzeihen. Ich werde alleine abreisen und Nachforschungen anstellen, wer unsere Feinde sind. Zu gegebener Zeit werde ich Darren alles sagen. Ich hatte recht. Ha! Ich hatte sowas von recht. Mein Gott, dieses blöde, beschissene Handtuch hier gerade, ey. Ich hatte recht. Oh ja. Oh ja. Wie ich vermutet habe. Angelina wusste die ganze Zeit mehr, als sie gesagt hat. Und sie hat sich selber in Gefahr gebracht, um mich zu schützen. Es passt alles zusammen. Die Zahlungen aus Willow Creek, mein Vater, von dem es keine Bilder gibt und an den ich mich nicht erinnern kann. Es gab nie einen Autounfall. Es gab einen Brand im Schloss und meine Mutter wurde damals verletzt. Sie wurde in die USA geschickt und erhielt eine Rente oder vielleicht Schweigegeld. Was ich nur nicht verstehe, worum geht es überhaupt? Was wollte Angelina erreichen und was will der Orden verhindern? Und vor allem, was habe ich damit zu tun? Hallo, du bist ein Gordon. Dieser Zettel steckte im Tagebuch. Es ist ein Brief. Darren, ich hoffe, du bist es, der diese Nachricht findet. Ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut, nicht von Anfang an ehrlich mit dir gewesen zu sein. Ich habe die Gefahr, die vom Orden ausgeht, zu lange unterschätzt. Ich habe Spielchen gespielt und wie es scheint, habe ich verloren. Agenten des Ordens schleichen durch die Ruine und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen Raum entdecken. Ich werde die Figuren verstecken und versuchen, mich zum Dorf durchzuschlagen. Vielleicht kann ich sie so wenigstens vom Tor fernhalten. Solltest du diesen Brief lesen, habe ich es nicht geschafft. Dann bitte ich dich, vollende mein Werk. Du glaubst nicht an den Fluch, das weiß ich. Wie könntest du auch? Du warst so weit weg. Aber ich bin bei meinen Studien auf Aufzeichnungen gestoßen und es ist alles wahr. Alle 12 Jahre geschehen in dieser Gegend schreckliche Dinge. Und das schon seit Jahrhunderten. Vielleicht ist es Massensuggestion. Vielleicht ist es irgendeine Strahlung. Vielleicht ist es ein Fluch. Nenn es, wie du willst. Aber es muss aufhören. Der Schlüssel zu allem Übel verbirgt sich unterhalb der Akademie. Ein Raum, der vor Jahrhunderten für irgendwelche dunklen Riten benutzt wurde. Dort befinden sich auch die Seelenschlüssel, die Samuel Gordon vor 12 Jahren gefunden hat. Zerstöre sie, zerstöre alles. Und wenn es nur eine Spinnerei in den Köpfen der Leute hier ist, nimm ihnen den Grund, sich zu fürchten. Aber hüte dich vor dem Orden. Es handelt sich um eine okkulte Sekte, die ich für ausgestorben hielt. Ein großer Fehler. Es gibt sie immer noch. Sie gehen über Leichen und sie wollen dein Blut. Der Legende nach kann nur ein männlicher Gordon den Kultraum öffnen, den Seelenschlüssel berühren und die dunklen Rituale vollführen. Deswegen habe ich dich gesucht. Ich glaube, dass du der Letzte der Gordons bist. Du bist in höchster Gefahr, solange die Schlüssel und der Beschwörungsraum nicht zerstört sind. So lange wird der Orden dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Mir ist es bisher nicht gelungen, in die Katakomben vorzudringen. Um das Tor zu öffnen, benötigt man 3 Mosaikscheiben. Ich habe erst eine gefunden. Sie ist in meinem Rucksack. Die anderen beiden sind irgendwo im Schloss versteckt. Der einzige Hinweis, den ich auf das Versteck der einen Scheibe finden konnte, ist ein Name. Maximilian Mortimer Gordon. Du musst nach Black Mirror Castle gehen und dort nach den Scheiben suchen. Die Gefahr ist groß, denn ich bin sicher, dass mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehört. Gib dich also nicht zu erkennen. Es ist die einzige Chance, an die Scheiben zu kommen. Und deine einzige Chance, vielleicht zu erfahren, wer dein Vater ist. Es ist alles so schrecklich, Darren.
Es ist, als hätte ich die Büchse der Pandora geöffnet. Ich wollte etwas Gutes tun und habe dich damit in schreckliche Gefahr gebracht. Ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nimmt und wir gemeinsam von vorn beginnen können. In Liebe, Angelina. Tch, ein Fluch. All das wegen eines Fluchs? Das Blut der Gordons. Ein okkulter Geheimbund, der den Teufel persönlich rufen möchte. Das ist alles so sinnlos. Wie kann man für solche Phantastereien Menschen töten? Wie kann man sich so in diesen abergläubischen Wahn versteigen, dass man dafür tötet? Aber Angelina hat recht. So bizarr die Motive dieser Leute auch sein mögen. Sie werden weitermachen, solange sie eine Chance sehen, ihre Ziele zu erreichen. Sie müssen aufgehalten werden. Ich werde sie aufhalten. Angelinas Tod soll nicht völlig vergebens gewesen sein. Es wurden schon Leute für viel dümmere Gründe umgebracht. Die Mosaikscheibe ist nicht im Rucksack und liegt hier auch nirgends rum. Ich sollte aber noch im Schlafsack nachsehen, um sicher zu sein. Toll. Die Mosaikscheibe, ich sollte aber noch im Schlaf... Nichts. Keine Mosaikscheibe. Ich glaube, ich weiß, wer sie hat. Ich muss also nicht nur die zwei Scheiben aus dem Schloss holen, ich muss auch noch eine von einem gefiederten Dieb zurückholen. Das Tor lässt sich nicht bewegen. Und ich sehe keine Klinke und kein Schlüsselloch. Oh nein, jetzt versucht das doch nicht nochmal, ey. Mein Gott. Das Tor lässt sich nicht... Nee, sonst habe ich nichts. Ein Sockel aus Stein... In die drei Rillen auf jeder Seite werden wohl die Mosaikscheiben gesetzt, von denen Angelina geschrieben hat. Die Mosaikscheibe ist und der Rabe ist. Die Mosaik und der Rabe ist Richtung Schloss geflogen. Alles Black klar. Oh, Black Mirror Castle. Ach, scheiße, ey, Mann! Ich hasse das, dass ich das immer aus Versehen wegdrücke. Ich bin immer zu schnell mit der Taste drücken. Black Mirror Castle, gut, der geht jetzt nach Black Mirror Castle. Rabe. Ich habe geahnt, dass mein Weg mich irgendwann hierher führt. Ich werde herausfinden, wer mein Vater ist. Ich werde die Mosaikscheiben finden und ich werde Angelinas Tod einen Sinn geben. Aber ich muss verdammt vorsichtig sein. Laut Angelina könnte mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehören. Vielleicht kann ich herausfinden, wer es ist. Wo ist denn der Rabe? Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Diese Steinfigur und die... Das Tor ist mit Sicherheit zu. Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Was ist mit der Nymphe hier? Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. Ein Ast? Dort im Gebüsch liegt ein armdicker Ast. Sieht stabil aus. Er ist feucht, aber nicht morsch. Er kann erst kürzlich von einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Das Schloss sieht verdammt düster aus.
Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Briefkasten und dann haben wir nur noch das Tor. Mhm. Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Eine elektrische Klingel? Ich hätte eher mit einer alten Glocke gerechnet. Lea. 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 Ich wollte auch auf die Klingel drücken. Nichts. Vielleicht ist sie kaputt. Nichts. Vielleicht ist sie kaputt. Immer noch nichts. Die Streben an dieser Tür sind stark verwittert. Zwei sind sogar durchgerostet und an den unteren Enden nicht mehr mit dem Türrahmen verbunden. Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen verbunden, aber sie sind widerstandsfähiger, als ich dachte. Keine Chance. Könnte ich den Ast... Mit diesem Ast als Hebel sollte es funktionieren. Gute Aktion. Das war's. Hey, wie kommen Sie hier rein? Das Tor war offen. Ja? Ich drehe dem Gör den Hals um. Ich habe ihr 100-mal gesagt, dass das Tor immer verschlossen sein muss, wenn wir keine Strolche hier auf dem Grundstück haben wollen. Wenn Sie damit auf mich anspielen. Ich bin kein Strolch. Ich bin Polizist. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie doch bestimmt einen Ausweis. Ich, Kann ich behilflich sein, Sir? Bates! Ich habe Herrn... Louis, werter Herr. Für euch einfach Louis. Sie übernehmen das, Bates? Wunderbar. Sie müssen unseren Gärtner Louis entschuldigen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Falk. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich gestern Abend am Leuchtturm zugetragen hat. Ich habe davon gehört. Fürchterliche Sache. Aber sagen Sie, Ihr Akzent? Ich bin Teil eines Austauschprogramms. Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien tauschen Ermittler aus, um von den jeweils anderen Ermittlungsmethoden zu lernen. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, sozusagen. Wenn die Regierung es für nötig hält. Was ist denn mit dem Herrn Inspektor Collier? Sollte er Sie nicht begleiten? Der ist krank heute. Verstehe. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie kann ich Ihnen dienen? Machen wir erstmal so. Das ist ein erstaunliches Anwesen hier. Ein geschichtsträchtiger Ort, in der Tat. Leider hatten die Geschichten häufig mit Blut, Tod und Unglück zu tun, wie man hört. Die Familie Gordon wurde häufig geprüft. Das ist richtig. Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber das Schloss macht nicht den besten Eindruck. Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hätte, Mr. Falk. Dieser Louis macht einen recht schroffen Eindruck. Er ist Waliser. Aha. Er hat seine Herrin, Lady Eleanor, begleitet, als sie nach dem Tod ihres Mannes hierher gezogen ist. In Wales hat er sich um den Garten ihres Schlosses gekümmert. Genau. Damals legte er wohl noch eine andere Arbeitsmoral an den Tag. Lady Eleanor besitzt ein Schloss in Wales? Gewiss. Vor einigen Jahren gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Mann, Sir Richard, gestorben ist. Kurz danach ist sie hier eingezogen. Interessant. Ein Zeuge hat am Tatort einen ungewöhnlichen schwarzen Wagen gesehen. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Im Besitz der Familie Gordon befindet sich ein klassisches englisches Automobil aus den 30er Jahren. Ungewöhnlich genug. Waren Sie mit dem Wagen heute Morgen an den Klippen? Die Ladies sind heute nicht ausgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass Louis den Wagen genommen hat. Fragen Sie ihn.
Er kümmert sich um den Wagen. Wenn schon nicht um den Garten. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl, erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da sie vorher höflich gefragt haben, habe ich ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Sie sprachen eben von Ladies. Lady Victoria, die Besitzerin von Black Mirror Castle, und Lady Eleanor, eine Verwandte aus Wales. Die Ladies sind die letzten der Gordons und stehen dem Schloss vor. Kann ich mit den Damen sprechen? Ich würde es bevorzugen, sie nicht aufzuregen. Lady Victoria ist eine Dame reiferen Alters. Aber ein paar Worte sind doch sicherlich okay. Was immer es zu bereden gibt, können Sie auch mit mir bereden. Ich bin seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Boah. Diese Frau wurde ermordet. Kennen Sie sie? Sind Sie sicher, Sir? Leider ja. Ihr Name ist Angelina Morgan. Sie scheinen sie zu kennen. Kommen Sie, Sir. Wir müssen das den Ladies zeigen. Okay, auf einmal durch. In Ordnung. Warten Sie bitte einen Augenblick, Sir. Ich melde Sie an. Na, Darren, ruft dich jemand? Was war denn das da im Spiegel? Ich sehe es. Mr. Falk, die Ladies haben Zeit für Sie. Mr. Falk? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, danke. Ich hatte etwas wenig Schlaf. Lady Victoria? Lady Eleanor. Mein Name ist Inspektor Falk. Ich untersuche einen Mordfall. Bates meint, Sie hätten ein Foto des Opfers. Ganz recht. Kennen Sie sie? Wie ist Ihr Name? Angelina Morgan. Ich kenne sie nicht. Wenn das nun alles war... Ein paar Fragen hätte ich schon noch. Ist schon gut, Bates. Wir werden selbstverständlich mit der Polizei zusammenarbeiten. Fahren Sie ins Dorf und erledigen Sie, worum ich Sie gebeten habe. Ich bin mir sicher, der Inspektor wird uns Gesellschaft leisten. Sehr wohl, Madame. Sie ist ja fröhlich am Häkeln, ey. Oder ist das Stricken? Also, wie können wir der Polizei behilflich sein? Dürfte ich mich hier im Schloss umsehen? Ich würde auch gerne noch einmal mit Louis sprechen. Natürlich. Wir haben nichts zu verbergen. Bleiben Sie so lange Sie wollen. Halten Sie sich nur von den Privaträumen fern. Das versteht sich von allein, Madame. Ich hab noch was zu bereden. Ihr Butler Bates scheint sich um Sie zu sorgen. Er ist seit Jahrzehnten unser Butler. Er ist so etwas wie die gute Seele des Hauses. Er sieht es als seine höchste Pflicht an, alles für mein Wohlergehen zu tun. Auch wenn er dafür sein eigenes Wohlergehen aus den Augen verliert. Ist er krank? Ich befürchte, ja. Wir haben ihm schon oft angeboten, sich hier bei uns zur Ruhe zu setzen, aber er lehnt es strikt ab, seinen Pflichten nicht mehr nachzukommen. Seit kurzem haben wir eine Haushaltshilfe, die ihm zumindest ein wenig zur Hand geht. Sie schienen das Bild der Toten unbedingt sehen zu wollen. Und auch Bates' Verhalten war auffällig, als ich ihm das Bild gezeigt habe. Sind Sie sicher, dass Sie die junge Dame nicht kennen? Ganz sicher. Wir sind nur besorgt. Der Mord geschah ja hier ganz in der Nähe. Nicht der erste. Da haben Sie leider recht. Es ist nun...
Es ist 12 Jahre her, verstehen Sie? So viele Jahre und jetzt geschieht ein neuer Mord. Erzählen Sie mir von der Mordserie von vor 12 Jahren. Nein, das hat nichts mit diesem Verbrechen zu tun. Lassen Sie sie damit in Ruhe. Beschränken Sie sich auf den aktuellen Mordfall. Das ist schon schlimm genug. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Kann ich mit ihr nicht auch reden? Sie leben erst seit einigen Jahren hier, Lady Eleanor? Das ist richtig. Nach dem Tod meines Mannes wollte ich nicht alleine in dem großen Haus wohnen bleiben. Also sind Sie zu Ihren Verwandten nach Willow Creek gezogen und haben Louis gleich mitgebracht. Louis war unser Gärtner in Wales. Er ist manchmal etwas schwierig, aber ich brachte es nicht übers Herz, ihn zu entlassen. Ich habe ihm angeboten, mit hierher zu kommen und sich hier um den Garten zu kümmern. Was er aber nicht zu tun scheint. Nun, er hat es nicht gut verkraftet, seinen Garten, seine Heimat in Wales verlassen zu müssen. Louis ist doch freiwillig hier. Ich verstehe nicht, warum er diesem neuen Leben keine Chance gibt. Sie sind jung, Mr. Fogg. Sie verstehen nicht, wie es ist, seine Heimat hinter sich lassen zu müssen. Louis hat seine Wurzeln in Wales. Und ohne Wurzeln geht ein Baum ein. Warum geht er dann nicht zurück? Ich habe es ihm angeboten. Ich habe ihm eine kleine Summe als Starthilfe versprochen. Erst dachte ich, er würde es tun. Aber dann ist er doch geblieben. Seltsam. Er ist ein komplizierter Mann. Er arbeitet seit über 20 Jahren für mich. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, als hätte ich ihn durchschaut. Ich glaube, er gibt mir die Schuld für sein Unglück. Er spricht nur noch dann mit mir, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und in seinen Augen sehe ich den Hass. Dann soll er wieder gehen. Erzählen Sie mir von Ihrem Anwesen in Wales. Es ist ein schönes Schloss. Nicht so groß und alt wie dieses hier. Seitdem wir weggegangen sind, war ich nicht mehr dort. Ich befürchte, es wird in keinem guten Zustand sein. Und auch der Sumpf wird sich ausgebreitet haben. Es ist schrecklich. Ich könnte es nicht ertragen, unser Zuhause so zu sehen. Wir hatten glückliche Jahre dort. Wann ist Ihr Mann gestorben? Vor einigen Jahren. Sir Richard, mein Mann, war Wissenschaftler. Er hat in einem Gartenhaus experimentiert. Halb im Scherz meinte ich immer, er würde sich eines Tages noch selber in die Luft jagen. Ich hatte aber nicht wirklich geglaubt, dass es genau so kommen würde. Ich verwette meine rechte Hand, dass ich in Lady Eleanors Schloss gefangen war. Es passt alles genau zusammen. Und der Anruf damals lässt darauf schließen, dass das Schloss nicht zufällig gewählt wurde. Ob sie ihr altes Anwesen dem Orden zur Verfügung gestellt hat? Mit was für Forschungen hat sich Sir Richard beschäftigt? Er hatte ganz unterschiedliche Interessen. Nach der Tragödie vor 12 Jahren beschäftigte er sich hauptsächlich mit, mit Blut. Mit Blut? Er war davon überzeugt, dass das Blut der Gordons sich irgendwie von dem anderer Menschen unterscheiden müsse. Ich glaube, er suchte eine wissenschaftliche Erklärung für all das Unglück, das die Familie seit Jahrhunderten begleitet. Ein Fluch im Reagenzglas? Wahnsinn ist vererbbar, wie Sie vielleicht wissen. Warum nicht auch Unglück? Oder das Unglück ist nur das Resultat der Wahnvorstellungen. Das erklärt, was Angelina in Wales gesucht hat. Sie hoffte, dass Richard etwas Interessantes herausgefunden hatte, bevor er starb. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes Gesicht im Haus zu haben. Ja, meine Lieben, und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.